Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute geht es um eine Konsumgüteraktie, die sich der Marktschwäche entzieht und die vor neuen Hoch steht und in die ich selbst auch investiert bin. Die Strategie der konservativen Trendfolge, die zielt darauf ab, sichere und konservative Aktien zu finden, die bei geringer Volatilität nach oben laufen. Bei dem Screening-Ansatz wird das Aktienuniversum um die 50% der relativ schwächsten Aktien auf 52 Wochen Sicht reduziert. Damit wird die Börse als Frühwarnindikator genutzt, die potenzielle Probleme in den Geschäftsmodellen meist frühzeitig erkennt. Die 50% relativ stärksten Aktien, die werden nach den Kriterien der geringen Volatilität und der adjustierten Dividendenrendite gerankt. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich die gefundenen Aktien gut für gehebelte Trades und für Langfristinvestoren. Dabei besteht natürlich immer die Möglichkeit, solche Unternehmen einerseits über Aktien abzubilden und diese gleichzeitig mit einem Hebelprodukt zu begleiten. Ich möchte darauf hinweisen, wie immer, dass ich keine Anlageberatung tätige, sondern dass das einfach hier meine eigenen Meinungen sind, ich also keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf für irgendeine Aktie ausspreche. Ja, unser Conservative Trend Following Screener, der orientiert sich an dem Buch High Returns from Low Risk von Pim van Vliet und Jan de Koning, das ich ihm jeden Langfristanleger auch empfehlen kann. Dabei beschäftigt sich das Buch mit dem Low-Risk-Phänomen, das besagt, dass höhere Gewinnchancen nicht unbedingt mit höheren Risiken einhergehen müssen. Ja, und dass ganz im Gegenteil, zumindest langfristig gesehen, risikoarme Aktien eine wesentlich höhere Rendite bringen als risikoreiche Aktien. Unter diesem Aspekt ist es natürlich verwunderlich, warum sich viele Anleger vor allem auf die risikoreichen Aktien stürzen. Allerdings liegt das auch auf der Hand, denn risikoarme Aktien sind normalerweise wenig spannend und geben einem nicht das Gefühl, dass man mit ihnen schnell und einfach Geld verdienen kann. Ja, allerdings stimmt das genau nicht, haben wir ja auch in den letzten Monaten gut gesehen. Ja, und was wir auch sehen, wenn wir uns den heutigen Kurs der heute zu besprechenden Aktie ansehen. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier vorgehe, um auf solche Aktien aufmerksam zu werden. Wie immer melde ich mich bei traderfox.de an. So, ich öffne jetzt mal hier das Tool Aktien Rankings. Einen Moment, genau, ihr seht, es gibt hier inzwischen, was haben wir denn hier, schließen einige Tools, die wir hier bereitgestellt haben. Ich gehe hier auf Aktien Rankings, das Tool Aktien Rankings, da ist die Grundlage das Morningstar Datenpaket. Über 15.000 in Europa und den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Und das Tool, das ist Teil des Abo-Paketes TraderFox Morningstar Datenpaket, das gibt es für 19 Euro im Monat. Infos dazu findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. Und ihr seht schon, es gibt hier viele, viele Anlagestrategien, die wir schon vorbereitet haben. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Anlagestrategien entwickeln, aber ich gehe jetzt hier mal auf, jetzt sehe ich es nicht, nicht konservativ Trendfolgerung, sondern hier Low Volatility New Highs. Da lade ich jetzt mal das Template. Es sind hier die Europa-Aktien eingestellt, das will ich jetzt nicht, denn ich konzentriere mich jetzt hier heute mal auf die 500 stärksten bzw. größten US-Aktien. So, und dann lade ich mal das Template, dann seht ihr auch gleich, dass hier nicht mehr viele Unternehmen in Frage kommen. Ja, und ihr seht schon, ich gehe mal auf eine andere Ansicht, es sind insgesamt nur noch 6 Unternehmen aktuell, die überhaupt für dieses Template in Frage kommen, und da sieht man ja schon, dass es einfach aktuell Probleme an der Börse gibt, denn oftmals sind es
40 oder auch 50 Unternehmen, die hier drinnen sind. So, und interessant ist hier auch, ihr seht es selbst, die Top 5 Unternehmen, die kommen alle hier aus dem Sektor Consumer Defensive, und das besagt schon sehr viel, nämlich, dass wir hier einen sehr, sehr starken Sektor haben. Naja, es gibt hier nur ein Unternehmen aktuell, McKesson auf Platz 5, was aus dem Healthcare-Sektor kommt. Das Unternehmen, das habe ich ja erst vor ein paar Monaten vorgestellt, also auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde. Aber wir konzentrieren uns heute auf das Unternehmen auf Platz 2, General Mills, in das ich, wie ich ja schon gesagt habe, auch selbst investiert bin. So, dann gehen wir mal hier zurück. Ja, General Mills zählt zu den weltweit führenden Nahrungsmittelkonzernen. Das Unternehmen, das produziert und vertreibt Cerealien, Backwaren, Fertiggerichte, Snacks und Milchprodukte. Zu den bekanntesten Marken gehören Cheerios, Häagen-Dazs und Pillsbury. Des Weiteren produziert das Unternehmen über Joint Ventures mit Nestlé Produkte wie Cineminis oder Fitness Cornflakes. Das Unternehmen, das wurde bereits 1928 gegründet. Die Marktkapitalisierung, die liegt aktuell bei 43,6 Milliarden US-Dollar. General Mills ist im Sektor, ihr habt es vorhin gesehen, Consumer Defensive und der Branche Packaged Foods zuzuordnen. Ja, das Geschäftsmodell von General Mills, das ist sehr leicht zu verstehen. Das Unternehmen, das stellt Nahrungsmittel her und vertreibt diese über den Einzelhandel. Neben Snacks, Cornflakes, Fertiggerichten und Backwaren ist General Mills auch ein führender Hersteller im Bereich Tiernahrung. Die Produkte, die werden in 13 Ländern produziert und in mehr als 100 Ländern vermarktet. Zu den Hauptkunden zählen Lebensmittelläden, Großhändler, Naturkostketten, Tierfachgeschäfte und Drogeriemärkte. Im Geschäftsjahr 2021 entfielen 20% des konsolidierten Nettoumsatzes in Nordamerika auf Walmart, wobei das Unternehmen sein E-Commerce-Geschäft zuletzt deutlich ausgebaut hat. Wurde in 2019 noch 4% über E-Commerce generiert, belief sich der E-Commerce-Umsatz in diesem Jahr bislang auf 11%. Ja gut, die große Abhängigkeit von Walmart, die stellt natürlich ein gewisses Risiko dar. Das sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. 74,6% des Umsatzes, der sich in 2021 auf 18,13 Milliarden US-Dollar belief, werden in den USA erzielt. 9,6% entfielen auf das Tiernahrungsmittelsegment. Im letzten Jahr wurde der Geschäftsbetrieb umgestaltet, indem verschiedene Funktionen innerhalb des Unternehmens neu organisiert wurden, um die Komplexität zu verringern und die Entscheidungsfindung zu straffen, wobei aus 5 Segmenten zunächst 4 Segmente, wie ihr hier sehen könnt, wurden. Ja, und in diesem Zusammenhang gab das Management bekannt, dass das Unternehmen seit dem Geschäftsjahr 2018 etwa 15% seiner Umsatzbasis erfolgreich umgestellt hat und das Wachstum des Unternehmensumsatzes um etwa einen Prozentpunkt gesteigert werden konnte. Ja, auch wenn dies in dem genannten Zeitraum nicht wie ein signifikanter Fortschritt erscheinen mag, ist es wichtig, sich die Größe und die Komplexität des Unternehmens vor Augen zu führen und zu bedenken, was die Verjüngung des Geschäfts wirklich bedeutet. Einige der herbeigeführten Veränderungen haben sich im letzten Quartal wirklich ausgezahlt. Ja, zwar verfehlte das Unternehmen Ende März die Umsatzprognose um 10 Millionen US-Dollar, aber Tatsache ist, dass General Mills nun ein stärkeres Wachstum für das gesamte Jahr prognostiziert. Zuvor war das Management von einem organischen Umsatzwachstum zwischen 4% und 5% für das Jahr ausgegangen. Diese Zahl wurde nun auf solide 5% nach oben korrigiert. Das gesamte Umsatzwachstum, das wird natürlich etwas geringer ausfallen, da die kombinierten Veräußerungen und Übernahmen sich mit
1% negativ auf den Umsatz des Unternehmens auswirken. In der Vergangenheit hat das Management aber stets gute Arbeit geleistet, um den Umsatz des Unternehmens zu steigern. Der Umsatz, der ist zumindest in den letzten 5 Jahren jedes Jahr gestiegen von 15,62 Milliarden US-Dollar in 2017 auf 18,13 Milliarden US-Dollar in 2021. Ja, und auch der Gewinn konnte in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 6,13% gesteigert werden, was für die Branche durchaus einen guten Wert darstellt. Im letzten Quartal wurde die Gewinnspanne durch höhere Inputkosten beeinträchtigt, wobei diese durch höhere Preise verhältnismäßig gut ausgeglichen werden konnten. Während das Unternehmen über eine starke Nettomarge von fast 13% verfügt und der operative Cashflow in 2021 2,98 Milliarden US-Dollar betrug, war in den letzten Jahren eine verhältnismäßig hohe Unstetigkeit beim Cashflow zu beobachten. Ja, auch das muss man im Auge behalten. Ein leichter jährlicher Rückgang im Cashflow sollte aber meines Erachtens hier zunächst nicht verunsichern, da, wie gesagt, es traditionell eher auf und ab geht. Die Aktie, die wird aktuell mit einem KGV von 19 bewertet. Der Mittelwert der letzten 20 Jahre, der liegt bei 20. Hinsichtlich des KGV ist die Aktie damit fair bewertet. General Mills ist eine starke Dividendenaktie. Die Dividendenkontinuität, die liegt bei 26 Jahren, wobei seit 2014 die Dividende immer erhöht oder konstant gehalten wurde. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich aktuell eine Ausschüttungsquote von 2,18 US-Dollar je Aktie, ja, was einer Rendite von knapp 3% entspricht. Die Ausschüttungsquote, die liegt bei etwa 58%, wobei Schätzungen von einer durchschnittlichen Dividendenerhöhung auf Sicht der nächsten 5 Jahre von durchschnittlich 3% ausgehen. Erwähnenswert ist, dass das Unternehmen auch weiter eine sehr investorenfreundliche Strategie fahren will. So ist man langfristig bestrebt, zwischen 80% und 90% des freien Cashflows durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückzugeben. Ja, in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 kaufte das Unternehmen immerhin für 550 Millionen US-Dollar Aktien zurück. Ja, kommen wir noch zu den Neuigkeiten. Erst an diesem Mittwoch, also vor 2 Tagen, verkündete General Mills TNT Crust, ein Unternehmen, das sich auf Tiefkühlpizza spezialisiert hat, zu kaufen. Details zum Kaufpreis wurden nicht genannt, jedoch dürfte die Übernahme eine interessante Möglichkeit darstellen, um anorganisch weiter zu wachsen. Der Umsatz von TNT Crust, der belief sich zuletzt auf etwa 100 Millionen US-Dollar im Jahr. Da das Tiefkühlgeschäft ein Wachstumsmarkt ist, hat General Mills hier meines Erachtens gute Chancen, sein Wachstum etwas auf Vordermann zu bringen. In den USA ist das Tiefkühlgeschäft während der Pandemie um satte 20% gewachsen und obgleich dieses hohe Wachstum wieder zurückgehen dürfte, ist TNT Crust ein kleines und ein sehr innovatives Unternehmen auf starkem Expansionskurs. Also ihr könnt euch mal die Website anschauen, ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und zwar wird die Übernahme letztlich, sind ja nur 100 Millionen Umsatz aktuell, jetzt nicht erstmal so stark zum Wachstum beitragen. Das Wachstumspotenzial, ja, das liegt bei aktuell 0,5%. Dennoch zeigen solche kleinen, sehr fokussierten Zukäufe auf, dass das Management einen guten Job macht, da kleine Nischenplayer im Lebensmittelmarkt oftmals durchaus ein sehr, sehr großes Potenzial haben, mit der Zeit zu einem durchaus bedeutenden Anbieter heranzuwachsen. Ja, es ist also durchaus zu befürchten, jetzt nur mal nochmal auf die Gesamtlage zu sprechen zu kommen, durchaus zu befürchten, in den nächsten Quartalen zumindest, dass die Margen aufgrund der rasanten Rohstoffpreisinflation kurzfristig wahrscheinlich leiden werden. Insgesamt aber sehe ich das Unternehmen aufgrund seiner starken Produkte und der Umstellung der Strategie
recht gut positioniert, um im mittleren einstelligen Bereich weiter zu wachsen. Letztlich ist General Mills meines Erachtens eine klassische, wie sagt man so schön, Sleep-Well-Aktie, also mit der man gut schlafen kann und die auch ein rezessionssicheres Geschäftsmodell hat und eben auch eine solide Dividende zahlt. Wenn man sich die Performance der letzten Jahrzehnte anschaut, dann hat sich die Aktie in Rezessionen und in Bärenmärkten immer besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Somit sehe ich die Aktie als gute Beimischung in einem diversifizierten Depot. Ja, und zum Schluss schauen wir uns auch noch die Kursentwicklung an. Die Aktie von General Mills, die ist ein absoluter Dauerläufer und die stieg seit 1980, rechnet man mal die ganzen Splits und Dividenden heraus, umgerechnet, also adjustiert von 0,02 US-Dollar auf 77 US-Dollar. Dabei steigt die Aktie zwar nicht sonderlich schnell und die durchschnittliche Aktienperformance der letzten 10 Jahre, die ist mit 7% auch nicht wirklich hoch, dafür aber steigt sie stetig, wobei auch immer wieder längere Verschnaufpausen eingelegt werden. So ging die Aktie 2016, ja, ihr seht es hier, in eine stärkere Konsolidierung über und hat erst in diesem Jahr das Hoch aus dem Jahr 2016 bei 73 US-Dollar wieder erreicht. Die Base, die sich in den letzten 6 Jahren gebildet hat, die ist gewaltig, wobei die Aktie jetzt gute Chancen hat, endlich hier nach oben auszubrechen. Ja, ich bin am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.